Hi Leute und damit herzlich willkommen zu der ersten Folge ARK hier auf meinem Kanal. Wir spielen das Ganze auf der PS5 und starten direkt rein. Und zwar als allererstes habt ihr hier die Ansicht, wo ihr euren Charakter formen könnt. Ihr könnt sagen Haarfarbe und verschiedene Attribute hier hinzufügen, wie zum Beispiel Brust können wir vergrößern, wir können die Schultern verbreitern, wir können die Hüfte, wir können den Charakter individuell anpassen, aber das könnt ihr ja alles so selber rausfinden, das ist ja selbsterklärend. Wir starten jetzt direkt rein und sehen uns dann gleich. Ja, hi Leute, jetzt wird der Charakter wach, wir sind nackig und haben einfach gar nichts. Was bedeutet, am Anfang ist es auf jeden Fall ratsam, erstmal alles einzusammeln, was auf dem Weg zu eurem perfekten Bauplatz euch in die Finger kommt. Wir werden jetzt erstmal hier einiges aufsammeln. Was auch wichtig ist, ist immer Fasern sammeln, davon braucht ihr richtig, richtig viele. Also immer wenn ihr irgendein Gebüsch oder sowas seht, wie das hier, auf jeden Fall immer schön zugreifen. Auf der PS5 werde ich euch auch ein bisschen die Steuerung erklären, weil das ein bisschen komplex und kompliziert ist. Ich glaube auch, dass ich noch nicht alles rausgefunden habe, einzelne Funktionen der Tasten, aber auf jeden Fall schon eine Menge. So, sammeln wir den noch ab. Ich werde das so machen, dass ich jetzt nicht kilometerweit laufe, sondern wir werden unseren Bauplatz hier vorne errichten direkt. Dann könnt ihr die Basics mal sehen. Ins Menü gehen wir einmal, wenn wir Kreis drücken. Jetzt haben wir hier ein Menü vor uns. Das sind die Sachen, die wir gesammelt haben. Wenn wir dann R1 drücken, dann geht er rüber auf Herstellung. Hier haben wir schon zwei Sachen, die wir herstellen können. Um das dann herzustellen, ist es R2, das ihr drücken müsst. Wir wählen hier einmal, jetzt ist hier ein Fertigungspunkt verfügbar. Da solltet ihr am besten am Anfang immer auf Gewicht gehen, weil ihr eine Menge tragen müsst. Dann kommen wir in das nächste Menü und hier können wir halt Rezepte freischalten. Wenn ihr Aktionen ausführt, dann werden diese Rezepte freigeschaltet. Wir nehmen einmal hier die Axt und das Lagerfeuer. So, jetzt gehen wir noch mal einmal kurz auf Herstellen. Sehen jetzt hier, uns fehlt Stroh. Das kriegen wir ja schnell gefarmt. Mal auf den Baum geboxt, zack, haben wir 10 Stroh, gehen jetzt wieder ins Menü auf Herstellen und können jetzt hier auf R2 zack einmal die Axt herstellen, warten kurz, gehen wieder einen rüber, jetzt ist die unten im Menü, einmal auf X und können die dann per Fadenkreuz unten in die Schnellladeleiste packen. Jetzt heißt es Fadenkreuz nach links und schon haben wir die ausgewählt. Jetzt ist es so, ihr könnt mit der Spitzhacke auch auf Holz einhauen. Dadurch bekommt ihr jetzt primär mehr Stroh als Holz raus. Wenn ihr dann die Axt nehmt, bekommt ihr mehr Holz als Stroh raus. Ich weiß, ein bisschen wirsch, aber hier ist es so gemacht. Okay, was brauchen wir für die Axt? Feuerstein. Kein Problem, hauen wir ein paar Mal hier auf den Felsen. Da bekommen wir eigentlich immer gut Feuerstein raus und können uns jetzt die Axt craften. Das Ganze wie gehabt, wieder einen rüber gehen. Unten haben wir jetzt die Axt, die nehmen wir, packen wir uns ins Schnelllademenü. Schnelllademenü. Und sind jetzt schon relativ gut aufgestellt. Jetzt holen wir uns mal ein bisschen Holz ran. Haben schon wieder ein neues Level gemacht. So, jetzt haben wir einiges an Holz. Wir werden jetzt einmal kurz das Level hier oder den Punkt ausgehen. Natürlich wieder auf Gewicht. Sogar zwei Punkte und haben jetzt hier neue Rezepte. Jetzt können wir sagen, wir nehmen mal Kleidung, damit wir ein bisschen Schutz haben, wenn wir mal angegriffen werden oder so. Das werden wir komplett freischalten. Und den Speer können wir sogar auch noch mitnehmen, um uns zu verteidigen. Sehr gut. Da ist schon irgendwie ein kleiner Dino. Und die sind nicht ganz ungefährlich. Die spucken nämlich. Direkt ein Fight hier am Start. Oh Gott, zwei. Jetzt müssen wir mal die Biege machen. Gegen zwei fighten, das packen wir noch nicht. Wir sind völlig nackt.
So, aber ich merke schon in diesem Biom, da geht einiges ab. Also werden wir uns schnellstmöglich mal ein paar Speere craften, um uns verteidigen zu können. Die werden wir auch ins Schnelllademenü schnell reinpacken. Hallo. Genau, da wollte ich hin. Zack, jetzt haben wir Speere am Start, können uns schon mal ein bisschen verteidigen. So, jetzt werden wir mal gucken, dass wir uns Kleidung machen können. Und dafür brauchen wir wieder Leder. Okay, das ist gut. Trifft sich sehr gut, weil wir werden gerade angegriffen und der wird uns Leder geben. Nicht getroffen. Einen haben wir. Wir sind aber auch am Bluten, so wie es aussieht. Er spuckt jetzt. Mit diesem Zurücklaufen läuft das ganz gut. Trifft uns nicht besonders. Shit. So, den haben wir. Wir haben sogar einen Knochen gebrochen. Ganz, ganz übel. So, gucken wir mal schnell. Werden mal was auf Gesundheit packen hier. Und ich glaube, das werden wir knapp überleben. Oh Gott, jetzt darf aber keiner mehr angreifen. Na, ich habe euch Action versprochen, ihr bekommt Action. Jetzt ist es wieder so, wir können mit der Axt einmal hier, dann kriegen wir primär mehr Leder als Fleisch und mit der Spitzhacke bekommen wir mehr Fleisch als Leder. So ist das Prinzip des Games. Wir werden jetzt den mal eben noch ausschnupseln. Bevor ich es vergesse, wenn euch die Folge hier gefallen hat und ihr weitere Folgen sehen wollt, also nichts mehr verpassen wollt, solltet ihr auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren. Und es wäre sehr, 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 sehr nett von euch, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und einen netten Kommentar schreibt. So, herstellen. Jetzt können wir schon mal hier mindestens Handschuhe herstellen. Das ist schon mal gut. Jetzt brauchen wir Fasern, habe ich ja gesagt. Fasern braucht man immer wie Sand am Meer. Dafür müssen wir die Waffe einmal wegstecken und dann kann er wieder sammeln. Das Schöne ist, dass wir hier Gebüsche in der Nähe haben. Sehr, sehr gut. Wir haben uns mal ein paar Fasern hier snacken. So. Jetzt können wir auf jeden Fall schon mal ein Oberteil machen und einen Hut. Wir werden die Sachen, die wir jetzt schon haben, schon mal anziehen. Zack, zack. Und jetzt kommt noch ein Hütchen. Dann brauchen wir nur noch eine Hose, dann sind wir schon gut aufgestellt. So, hier haben wir noch Fasern. Perfekt. Na komm, keine Müdigkeit vorschützen hier. So, läuft, zack, herstellen. Und was brauchen wir noch? Schuhe und eine Hose. Wenn er herstellt, dann kann ich nicht rennen, dann läuft er immer so langsam. Also nicht wundern, warum ich hier keinen Speed aufnehme. So, Schuhe, Hose. Um das ins Menü schnell reinzuballern, macht ihr einfach R2 wieder. Dann wird das sofort darüber gepackt. Dann zieht er die Sachen direkt an. So, Aktionstaste ist, um Sachen aufzusammeln. Dreieck ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Dann sollte man schnell anfangen, sich eine Base zu bauen. Dafür müssen wir natürlich wieder Sachen freischalten. Da habt ihr oben noch mal ein Menü. Ah, jetzt haben wir schon wieder einen Punkt freigeschaltet. Genau, und alle Aktionen, die ihr ausführt, da schaltet ihr immer Punkte frei, beziehungsweise steigt da auf, genau was ihr macht, sagen wir mal kochen oder kämpfen und so weiter. Und dadurch bekommt ihr immer Punkte. Und die könnt ihr dann natürlich verteilen. Wir gehen mal wieder auf Gewicht. So, jetzt im perfekten Timing haben wir jetzt hier die Sachen freigeschaltet. Eine Strohwand noch, eine Strohtür. Das passt soweit. Jetzt werden wir die Materialien mal eben besorgen. So, wir müssen auf jeden Fall einige Bäume wegholzen und wir werden alle Fasern auf dem Weg wegnehmen. Da sind auf jeden Fall Bäume am Start. So, die werden wir einmal kurz wegsnacken. Hallo. Manchmal macht er das nicht, obwohl ich da drauf gucke. Naja, halb so wild.
So, jetzt haben wir 80 Fasern. Wir werden mal so auf 100 gehen. Dann habe ich noch einen kleinen Tipp am Rande. Und zwar passiert es halt schnell, wenn ihr sagt, boah, ich habe jetzt gerade Durst und Hunger und will mich erstmal mit Bären ernähren, weil wir noch kein Feuer und Fleisch gemacht haben und so weiter. Da müsst ihr hier gucken, Nakoti-Bären, die dürft ihr nicht essen. Wenn ihr davon zu viele zu euch nimmt, werdet ihr bewusstlos und müsst einfach minutenlang auf den Bildschirm gucken, es wird nichts passieren. Deswegen mache ich das immer auf L2, da könnt ihr Sachen aus dem Menü rauswerfen und den Rest könnt ihr euch dann snacken. Es gibt auch eine Beere, die euch Flüssigkeit entzieht. Da müsste ich jetzt einmal gucken. Okay, die erhöht auch. Die erhöht auch. Die entzieht Wasser. Hier seht ihr hier Stimbeere oder ja, Stimbeere. Die auf jeden Fall nicht mampfen. Alles andere ist genießbar. Die werden wir uns jetzt mal wegsnacken. Ihr seht, da steigt Nahrung. Wasser verändert sich nicht. Aber bei der Stimbeere, da ist halt der Wasserverbrauch runtergegangen. Da könnt ihr ganz, ganz schnell verdursten, wenn ihr da zu viel macht. Aber jetzt hat er wieder was aufgesammelt. Was hat er jetzt aufgesammelt? Egal. Auf jeden Fall werden wir jetzt weitermachen. Wir werden jetzt hier mal, was war der Plan? Genau, Stroh brauchten wir. Und Stroh war, glaube ich, hiermit. Ja, korrekto. Mit der Steinhacke Stroh abbauen. Da brauchen wir einiges. Und da wir immer auf Gewicht, also viel Tragen geskillt haben, können wir jetzt natürlich auch viel mitnehmen. Wenn ihr mal zu wenig habt, dann einfach ein bisschen was rausschmeißen, gar kein Problem. Nehmen wir noch ein paar Steine mit. Tatsächlich macht das Feuerstein und das hier macht, glaube ich, mehr Steine. Ja, komischerweise die Axt haut mehr Steine aus dem Stein und die Spitzhacke mehr Feuerstein. Naja, jetzt bin ich überladen, habe gerade die Info bekommen. Jetzt können wir mal so ein paar unwichtige Sachen hier rausschmeißen. Metall brauchen wir am Anfang erstmal nicht. Feuerstein werden wir drin lassen. Okay, hier haben wir einiges an Holz. Bin ich immer noch überladen? Ja, dann können wir einmal das Holz halbieren und ich erkläre euch, wie man halbiert. Auf der PlayStation ist das einmal Dreieck drücken. Zack, jetzt haben wir zwei Stacks. Stacks, Stacks. Schmeißen das raus und schon ist das wieder erledigt. Jetzt können wir einmal zurückrennen, können einmal kurz schauen, wie viele Fundamente wir schon bauen können. Das ist die Decke. Boah, das Fundament sehe ich immer nicht da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück sind gut. Dann werden wir uns erstmal eine kleine Hütte bauen. Am Anfang reicht das, mehr brauchen wir nicht. Pardon. So, drei Stück noch. Und zacka, wir können wieder rennen. Geilo. Wir werden, würde ich mal sagen, hier in die. Oder jetzt ist hier überall Schatten, egal. Wir werden hier aber ans Wasser bauen. Finde ich ganz flauschig hier, so eine kleine Lagune. Ziemlich gut, werden wir machen. Zack, zack, zack. Bauen hier das Fundament hin. Ich würde erstmal ein bisschen nach hinten gehen, damit wir ein bisschen höher kommen. Aber am Strand wäre schon cool. Das Ganze löst ihr aus, beziehungsweise baut ihr dann wieder auf der R2-Taste. Zack. Sollen wir nach dahin gehen oder zur Seite? Gehen wir mal hier zur Seite. Erweitern können wir immer noch. So, jetzt brauchen wir einiges an Material bestimmt wieder. Wände brauchen wir mal ein paar. Okay, was fehlt uns hier? Fasern. Wieder Fasern, wie gesagt, am Anfang erwähnt. Fasern braucht man echt wie Sand am Meer. So, jetzt können wir aber schon mal die Kiste hier freischalten. Den Wasserschlauch erstmal nicht. Ja, das reicht uns erstmal. Werden mal gucken, wo wir den Eingang hinpacken. Logischerweise wäre hier, weil da die Flucht ist. Von da werden wir halt immer kommen. Dann werden wir die Kiste mal hier an die Seite packen. Was brauchen wir dafür? Fasern, natürlich. Okay, wir gehen auf Fasersuche. Waffe außer Hand nehmen und los geht's. Ich meine, ihr findet die überall, aber es ist halt so eine Grundressource, die man halt
in großen Mengen braucht. Also werdet ihr auch auf jeden Fall eine Menge in Gebüschen verbringen, eine Menge Zeit. So, sehr schön. Ein paar Fasern haben wir. So, dann werden wir uns einmal die Kiste craften. Zack, und werden schon mal wieder ein paar Wände. Okay, sechs Wände, das ist gar nicht schlecht. Wie gesagt, die Kiste werden wir ja, denke ich mal, in die Ecke packen irgendwo. Ich glaube, wir setzen lieber erstmal eine Wand, sonst kommen wir da gleich in Schwulitäten, wie man so sagt. Ich glaube, wir setzen erstmal eine Wand, ist besser, sonst kommen wir dann auch in Bredouille. So, dann zack, die Kiste. Ups. Ja, mit der Steuerung bin ich auch manchmal ein bisschen auf Kriegsfuß. Guck mal, hier können wir die schön hinsetzen. Zack. Können da reingehen auf Dreieck und können jetzt hier schon Sachen reinpacken, die wir gerade nicht so brauchen. Ja, wenn ihr das jetzt reinpacken wollt in die Kiste, ist es nicht mehr R2, dann ist es einmal X gedrückt halten, dann packt er den kompletten Stapel weg. Ansonsten könnt ihr euch das natürlich auch aufteilen. Hier haben wir eine Menge Steine, da können wir auf jeden Fall mal eine Hälfte wegpacken. Holz ist okay. Dann werden wir uns mal ein Lagerfeuer gleich daneben packen. Also es gibt schon viel zu tun, man kann schon hier richtig viele geile Sachen machen. Deswegen habe ich gedacht, dass ich dieses Spiel mal wähle. Wenn es euch gefällt, werden weitere Folgen auf jeden Fall davon rauskommen. Wenn nicht, dann nicht. Aber auf der PlayStation bin ich halt sehr begrenzt. Ich habe ja noch keinen Gaming-PC, was bedeutet, dass ich gezwungen bin, halt Spiele zu spielen, die ein Jahr schon raus sind auf dem Rechner. Und ja, das ist halt ein Problem. Jetzt werden wir noch mal einiges an Fasern sammeln. Ich werde jetzt mal richtig viele Fasern sammeln, werde dann hier einen Cut machen und wir sehen uns dann gleich mit einer Menge Fasern im Rucksack. So, Freunde der gepflegten Unterhaltung, wir sind an unserer Hütte zurückgekehrt. Wir trinken jetzt mal schnell was. Komischerweise kann man hier auch wieder Meerwasser trinken, was ihnen sehr gut tut und nicht Hydration entzieht, sondern ihm Hydration gibt. Der ist da ganz pfiffig, der Junge. So, jetzt werden wir mal unsere Hütte eben schnell fertig bauen. Hopsa. So, dafür brauchen wir jetzt noch ein paar Wände. Dann brauchen wir auf jeden Fall ein Lagerfeuer. Dafür fehlt uns der Feuerstein, aber den haben wir ja hier am Start. Werden uns jetzt schon mal ein bisschen Licht machen, dann seht ihr auch ein bisschen mehr. So, dann werden wir einmal hier rüber gehen, nehmen den Feuerstein wieder in Empfang, bauen uns mal unser Lagerfeuer. Zack, und danach brauchen wir nochmal Wände. Wie viele waren es genau? Eins, zwei, warte mal, eins, zwei Wände noch. Okay, das ist überschaubar. Natürlich einen Rahmen, eine Tür und eins, zwei Wände. Und dann kommt die Decke. Oh, sechs hätten wir nur gebraucht. Egal. Genau, wir haben wieder einen Fertigkeitspunkt hier freigeschaltet. Und da werden wir wieder auf Gewicht gehen. Haben hier wieder Rezepte freigeschaltet. Ich hätte ja ganz gerne den Bogen, aber das dauert noch ein paar Sekündchen. Was haben wir hier? Eine Flagge, okay. Na, ich würde sagen, auf jeden Fall den Schlafsack als nächstes. Einen Wasserschlauch, damit wir Brocken mit haben. Und. Die restlichen Punkte werden wir erstmal sammeln. So, wir werden jetzt mal ein bisschen Licht erzeugen. Im wahren Leben keine gute Idee, in einer kompletten Strohhütte ein offenes Feuer zu entzünden, aber hier ist es vollkommen in Ordnung. So, packen wir mal das Holz hier rein. Das teilen wir einmal. Guck mal, 103, das ist wirklich. Ups, das sind Fasern, sorry. Hier ist das Holz. Okay, da haben wir noch einen 30er. Stuzzle, dann werden wir das mal da reinpacken. Dann packen wir einfach das Fleisch da rein. Wie gehabt, in Kisten und alle möglichen Sachen, die ihr öffnen könnt, einfach X gedrückt halten. Dann packt ihr das rüber. Hier packen wir einfach nur das Fleisch rein und das Holz rein. Sagen jetzt hier Feuer entzünden. Haben ein bisschen Licht und das Fleisch wird gegart. So, dann werden wir mal die zwei Wände hier noch aufbauen. Ich würde den Eingang jetzt hier rechts hinpacken. Sprich,
Upsi, wo ist es? Wo ist es? Da ist der Rahmen. Genau, den packen wir einmal hier hin. Dann brauchen wir nur noch die Tür da reinpacken. Zack, und können uns jetzt ans Dach machen. Zack. Jetzt auch das Dach direkt übers Feuer. Also, das ist keine gute Idee. Aber ja, scheint zu funktionieren in dieser Welt. So, Freunde, was brauchen wir noch? Vielleicht eine zweite, also einen Trinkschlauch werde ich auf jeden Fall machen. Eine zweite Kiste, und für den Schlafsack brauchen wir wieder Leder. Das heißt, wir müssen auf die Jagd gehen. Das können wir auch ohne Bogen machen, und zwar morgen. Ich werde jetzt eben schlafen gehen, weil es dunkel wird. So langsam dämmert es nämlich. Beziehungsweise ich werde dann die Nacht abwarten, obwohl dann ist noch ein bisschen Licht. Ah, ich nehme euch mit. Wir gehen jetzt jagen. Dafür werden wir uns noch ein paar Speere machen. So, haben wir 8 Speere. Passt eigentlich. Vielleicht ist es dann nur ein Dodo. Das wäre im Idealfall ein Dodo. Die sind nicht ganz so gefährlich, aber wenn dann irgendwas anderes kommt, dann werden wir richtig fighten. Da hinten ist auf jeden Fall ein Dino am Start. Flugsaurier sind erstmal uninteressant. Okay, wir werden versuchen, den da hinten zu holen. Ja, den schaffen wir. Die sind nicht so aggressiv, die kann man relativ leicht erlegen. Jetzt hat er sich noch festgelaufen. Sieht wie ein Igel aus. Nicht die Klippe runter. Oh Mann. Hallo, aufheben. Oh, noch ein zweiter. Das ist gut. Er gibt auf jeden Fall eine Menge Leder. Sehr schön. Danke für dein Fleisch, mein Freund. Okay, das hat mehr Fleisch gegeben, das hat mehr Leder gegeben, alles klar. Schaut mal, richtig gut. Einfach mal über 40 Leder, sehr schön. Wo war der zweite Kamerad? Ist auf jeden Fall ein Dodo am Start. Wo ist der hingelaufen? Na, nehmen wir erstmal den Dodo mit. So, der Flugsaurier ist erstmal nicht feindlich, soweit ich weiß. Zum Glück, also die sind echt schrecklich zu bekämpfen. So von oben die Angriffe sind echt schwer abzuwehren. So, haben wir auf jeden Fall eine Menge Leder und Fleisch am Start. Ich kann mir meinen Schlafsack craften. Oh, da ist der zweite. Sehr schön. Wow, das ging wesentlich schneller. Okay. Der war irgendwie angeschlagen. Wie gesagt, jetzt wird es schon dunkel, deswegen werde ich auf jeden Fall die Nacht skippen. Das wäre zu langweilig und ihr würdet zu wenig sehen. Ich werde nur mal schnell kurz was Geiles craften. Genau, die Nacht werde ich einmal skippen. Dann würde ich sagen, das schneide ich dann. Wir sehen uns gleich wieder. Und jetzt mache ich mal eben ein bisschen Licht. Zack. Also bis gleich. So, Freunde, ja, in der Hütte werden wir jetzt noch ein bisschen was erledigen, deswegen hole ich euch dazu. Es ist immer noch Nacht, ich war noch nicht schlafen, habe den Schlafsack platziert. Wir werden uns einmal das Fleisch jetzt hier rübernehmen. Gibt nämlich noch ein bisschen was zu zeigen. Das packen wir uns mal unten hier ins Menü rein, dann kann er gleich was mampfen. Dann haben wir die zweite Truhe, die wir auf jeden Fall platzieren können. Das wäre jetzt doof, ihr würdet euch dann wundern, warum hier einige Sachen gebaut wurden, und da habe ich euch gerne mit dabei. Damit ihr alles transparent seht, hier haben wir wieder das Feuer. Da müssen wir jetzt wieder Holz reinpacken. Zack, da müssen wir gleich auf jeden Fall mal ein bisschen Holz besorgen. Hä, warum kann ich das jetzt nicht rüberpacken? Ah, okay, das ist da voll. Das Fleisch ist uns schon vergammelt. Das werden wir einmal leer machen. Dann werden wir das Holz hier rüberpacken. Und wieder sagen, Feuer entzünden. Da haben wir auch ein bisschen mehr Licht.
So, als nächstes wollte ich euch zeigen, dass ihr relativ schnell ein Bett bauen solltet. Wir sind natürlich wieder hier aufgestiegen. Das heißt, wir können in dem Menü neue Sachen bauen. Da gehen wir einmal hier oben hin und einmal rüber. Hier haben wir nämlich einmal das einfache Bett. Das werden wir uns freischalten. Und oh, schade, den Bogen können wir jetzt nicht machen. Da werden wir aber schon mal die Pfeile freimachen. Und wenn wir gleich aufsteigen, haben wir auf jeden Fall den Bogen am Start. So, wir werden uns jetzt das Bettchen bauen. Was brauchen wir noch dafür? Holz, okay. Dann werden wir eben kurz mal Holz fahren. Weil ihr könnt ja jetzt eigentlich relativ viel sehen, weil ich ja die Fackel am Start habe. Deswegen werden wir mal eben das Bettchen bauen. Und dann werde ich den Schnitt machen. Hier ist auch noch mal ein bisschen Holz. Können wir es jetzt schon bauen? Jo. So, jetzt sind wir wieder aufgestiegen. So, jetzt werden wir immer kurz das Bettchen bauen. Ey, warum kann ich das jetzt wieder nicht bauen? Holz, Leder. Why? Ich konnte es doch. Ja, egal. Ach so, ich hab's schon gebaut. Oh mein Gott. Ja, alles klar. Alles klar. Alles klar. Läuft bei uns. So, dachte schon, ich bin verrückt. So, zack, das ist jetzt frei und jetzt können wir den Bogen bauen. Richtig schön. Okay, irgendwie glaube ich, dass wir erst irgendwie die Schleuder bauen müssen. Das habe ich immer so gemacht, weil er hat jetzt gerade irgendwie Probleme. Ja, das war jetzt viel leichter, sonst hätte ich viel mehr Punkte investieren müssen irgendwie. Egal, jetzt haben wir auf jeden Fall den Bogen am Start. Gucken einmal, was der kostet. Okay, einfach nur Holz, den können wir uns dann bauen. Dann bauen wir uns Pfeile. Das Bett eben mal kurz platzieren. Sehr schön, also läuft auf jeden Fall, macht Spaß. Wir haben echt schon eine Menge geschafft. Das Bett können wir eigentlich dahin packen, wo jetzt. Oder, ja. Wir werden den einmal kurz abreißen. Da kann ich euch auch zeigen, wie man abreißt. Und zwar einmal gedrückt halten, dann könnt ihr hier auf Umbenennen. Schnellreise abreißen, wenn ihr das gedrückt haltet, dann geht so ein Balken voll oder so ein roter Balken halt und dann könnt ihr es abreißen. Jetzt werden wir als nächstes unser Bettchen platzieren. Passt ja auch schön in die Ecke rein. Zufrieden, gerade richtig zufrieden. Hier können wir nämlich jetzt auch die Nacht überspringen bzw. schlafen. Hier können wir speichern, hier können wir respawnen. Das ist halt richtig geil. Können einmal kurz drauf gehen, ihr seht hier Schnellreise, halt zum anderen Bett hinlegen. Dann könnt ihr es sogar benennen, damit ihr wisst, wo eure Basen sind. Ihr könnt ja mehrere bauen einfach. Das Bett könnt ihr auch aufheben tatsächlich wieder und abreißen. Also das ist auf jeden Fall schon mal richtig nice. Dann werden wir uns jetzt eben kurz nochmal ein bisschen Holz holen, werden den Bogen und die Pfeile bauen und den Rest wird dann in der nächsten Folge passieren. Da werden wir nämlich auf die Großwildjagd gehen, beziehungsweise Großsaurierjagd. So, wir brauchen Holz, also müssen wir den hier nehmen. Falsch. Wir müssen natürlich die Axt nehmen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, ist das ein bisschen wirsch für mich. Mein Verstand mit einer Spitzhacke gegen einen Holzbaum zu hauen, ist, weiß ich nicht, also packe ich nicht. Aber wir brauchen eine Menge Holz. Müssen ja auch noch das Feuer betreiben. Jetzt kann er. Oh, Hunger ist da. Genau, erkläre ich euch einmal die Schnellladeleiste, wenn ihr euch wundert, warum ihr da rechts nicht rüberkommt. Ihr seht jetzt hier, dass ich auf einmal Viereck drücken soll. Da müsst ihr vorher L1 drücken. Dann seht ihr, dass das hier einmal rüber skippt. Und dann können wir die Sachen auf der rechten Seite auswählen. Werden mal richtig schön Fleisch hier reinhauen. Werden den Baum hier noch mitnehmen. Okay, jetzt bin ich überladen. Schauen wir mal, was wir rauswerfen können. Okay, wir haben ja schon 100 Holz, das reicht ja. Das verdorbene Fleisch werden wir einmal weghauen. Okay, das werden wir auch einmal weghauen. Dann machen wir uns einmal Licht. Es werde Licht. So, Hütte gefunden. Perfekt. Dann werden wir uns einmal zurückziehen. Türe zu, damit wir auch safe sind. Jetzt müssten wir eigentlich den Bogen bauen können. Japa. Wir werden uns mal ein paar Pfeile machen. 5 Stück sind ein bisschen wenig. Da müssen wir auf jeden Fall noch mehr bauen. Zack, Bogen raus. Und da haben wir ihn am Start.
So, Freunde, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du möchtest keine Folge mehr verpassen, solltest du auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren. Wenn dich interessiert, welche Riesensaurier ich in der nächsten Folge erlegen will, dann solltest du dieses Abo raushauen, denn du wirst nichts mehr verpassen, weil du eine Benachrichtigung bekommst. Dieses Abonnement ist kostenlos. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen und einen netten Kommentar. Vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung. Ich bin raus und sage Adios, amigos.